Weil ich immer wieder gefragt werde, wie die Klemme funktioniert, wollte ich das heute mal zeigen. Klar ist, dass hier eine Zahnung ist, die auseinander gemacht werden muss. Das muss halt auch richtig greifen. Am besten macht ihr das, indem ihr mit dem Daumen nach unten drückt und mit der Seite hier so ein bisschen nach oben zieht. Dann kriegt ihr die Klemme immer wieder auf, auch wenn sie ganz geschlossen ist. Ich bin jetzt zurzeit leider nicht so kräftig, aber es funktioniert auch einhändig. Ich hoffe, das war hilfreich. Zeige es hier nochmal mit beiden Händen, damit ihr seht, hier runterdrücken und da ein bisschen hoch. Es ist wirklich nicht viel. Ich weiß, die hakt gut und so soll es ja auch sein, dass wenn ihr euer Muster angefangen habt, es nicht wieder auseinander geht. Alles klar, ciao!